Willkommen zu meiner Reaktion auf Nachschlag Folge 20, der Talkshow mit Dieter Dehm, Kevan Sofi Siavash und Paul Brandenburg. Heute geht es um Voltaire oder autoritär, den Extremismus der Mitte und ein mögliches AfD-Verbot. Ich habe mir die Show wie üblich nicht angesehen und bin gespannt, was unsere drei Diskutanten diesmal zu sagen haben. Kevan, du bist in London live on tape in diesem Augenblick für uns beim Abspieltag und beobachtest den Assange-Prozess und sagst Voltaire oder autoritär. Das ist richtig. Ich werde versuchen, langsam zu sprechen und hoffe, dass der Ton einigermaßen ist, weil hier ist im Moment sehr, sehr viel los. Ich kann nur sagen, heute ist der zweite Tag, an dem das Urteil gehört werden soll, ob das ausgeliefert werden soll, in den USA oder nicht. Insofern eine Farce, weil ja bekannt ist, bis auf das Gericht weiß es eigentlich jeder. Wir haben wirklich gedacht, wir wissen es nicht, dass die CIA ja versucht hat, Assange in der Botschaft Ecuador, also hier in London, umzubringen. Also deswegen überhaupt diesen Mann dort auszuliefern, ist verrückt. Interessant ist, dass der Talk hier hinter uns auf Justice, das ist ein sehr kleiner Gerichtshof, ist hier, das normalerweise werden sie aufbauen und solche Dinge werden da behandelt. Und eben, da geht es um die Pressefreiheit. Und deswegen ist das auch schon ein Signal, um diesen Mann zu dehnen, den Assange selbst nimmt, der nicht sein, weil er seinen Gesundheitszustand das nicht zulässt. Und ja, die Frage generell, die man auch kriegt. Also wenn der Ton von Kevan nicht gehen sollte, dann schreibt das gerne in den Chat. Ich meine, das ist ja etwas schwierig. Ich habe ihn schon lauter gestellt, aber wie gesagt, sag mir live, dass ich ihn noch lauter stellen soll. Wenn ich derjenige, der den Kriegsverbrechen publiziert, warum der Ämter noch? Und nicht derjenige, der die Kriegsverbrechen begangen hat. Das sagt sehr, sehr viel über dieses Land eben auch und über den. Interessant ist auch, ich glaube, dass wir an beiden Tagen nach 1000 Leute waren und die meisten Menschen, die heute vor diesem Gerichtshof stehen und kommen, auch gestern schon, kommen nicht aus England. Das sind Leute, die schon überall gekommen sind, also aus Australien, aus Italien, aus Deutschland, die sind ja schon viele Beginn-Lutenfahrer hier. Aber die Massenmedien auch in England, die sind nicht immer so schlecht, die sind immer mal die alten Leute noch dort. Die Entscheidung, die ausgeliefert war, soll in den nächsten Stunden fallen. Das heißt, wenn das hier auch geben wird, wird es bekannt sein. Und von daher werdet ihr jetzt vielleicht sogar, wenn ihr jetzt online seid oder live, dann kommt schneller geht vielleicht nicht. Ich kann nur sagen, ich habe jetzt den einen oder anderen wirklich interessanten Menschen getroffen. Also Lautstärke ist okay, lese ich gerade im Chat. Der Ton an sich ist halt nicht so gut. Ja, weil nicht so mit nicht so gutem Ton, da kennt ihr euch auf diesem Kanal ja schon aus. Ich hoffe wenigstens, mein Ton ist heute besser als sonst. Naja, aber wer gerade noch nicht dabei war, Kevan hat gerade beschrieben, da wird gerade die Entscheidung gefällt, ob Julian Assange ausgeliefert wird. Die habe ich gekocht, ich habe Sonnenbauern gekocht und ja, den einen oder anderen Praktikanten vom ZDF oder von der Welt habe ich hier gesehen. Und die Stimmung ist hier auch gut. Es gibt ja, gestern habe ich mal so einen britischen Bus gesehen mit Deutschen, die haben einen englischen Bus gemietet, den klassischen Doppeldecker und haben dort dann alle, die für Assange kommen, mit Lebensmittel und Kaffee versorgt. Also nicht nur Aspekt, das wirklich sehr gut und kann tolle Gespräche führen, aber der eigene Grund ist eben traurig. Und dann tue ich diese Schilder, Julian Assange oder was man hinter mir lesen kann. Ne? Was ist das für ein Land, ne? Wo, ja, die Whistleblower im Knast sitzen und die Kriegsverbrecher auf der freien Straße sind, das ist absolut wichtig. Und deswegen meine Bitte wäre, dass die Menschen darüber nachdenken, wenn das hier heute scheitern sollte. Und ich gehe davon aus, dass sie auch dort nicht teilhaben, dass man sagt, hey, wenn ich wie Assange stand, wie Assange, wir alle sollten Assange werden, wir Alte, alle sollten nachsagen, wir sollten jetzt alle die Assange erklären. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Ich hoffe, dass das mit dem ersten Take technisch gut rübergekommen ist und geht erstmal weiter zum Fitstudio. Ja, danke, Kevan. Verstanden haben wir dich einigermaßen akustisch. Während du hier live für uns jetzt natürlich auf Tape zum Sendetag sprichst, ist quasi hinter dir 3 Meter weiter Killis Moore, der Wiener Rapper, dabei, das Ganze als Livestream ins Internet zu tun. Ich nehme mal an, unsere Zuschauer hier hingen auch schon Killis an den Lippen, um zu erfahren, was ist. Du meldest dich bitte auch mit Winkzeichen, sobald du was Neues hast, damit wir dich reinschalten können und hoffentlich berichten können, was hier geht. Dieter, Kevan hat es schon gesagt, diesmal ist das nichts, worüber wir abstimmen können. Zumindest bin ich nicht bereit zu diskutieren. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist immer noch keine Entscheidung darüber gefallen, was nun final mit Assange passieren wird. Also jetzt als kleines Update. Naja, vielleicht, wenn das hier auf YouTube wird, vielleicht ist dann schon eine Entscheidung draußen, aber in jedem Fall wird Assange noch lange, lange Zeit im Gefängnis bleiben. Eine einfache Freilassung aus dem britischen Gefängnis dort steht nicht zur Debatte. Also selbst wenn das Verfahren jetzt positiv für ihn ausginge, würde das nicht bedeuten, dass er sofort freikommt.
diskutieren. Der Mann ist freizulassen, und zwar sofort und ohne irgendwelche Ausnahmen und ohne irgendwelche Abstriche. Sogar das australische Parlament hat sich ja jetzt zu Wort gemeldet und hat das beschlossen. Es war wohl ein einzelner Abgeordneter, der den Antrag einbrachte, aber siehe da, die Regierungsmehrheit hat zugestimmt. Du bist Parlamentarier und eigentlich ja mit allen Wassern gewaschener Machttaktiker. Erklär mir das. Also bisher hat sich Australien ruhig verhalten, hat das ja im Prinzip als Verbündeter der Amerikaner und der Briten mitgetragen, diese Folterhaft von Assange, und nun kurz vor dieser Sache kommt so eine Entscheidung, die ja von vielen als Hoffnungszeichen gewertet wird. Wie ist das zu verstehen? Ist das vielleicht doch noch eine Resthoffnung, dass der Mann heute freigelassen wird? Ja, ich war Parlamentarier und habe das jedenfalls für die Linke und die SPD 17 Jahre im Bundestag erlebt. Das ist schon überraschend, dass doch plötzlich so eine ganz breite Front entsteht. Die Front war schon immer breiter werdend. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich dann auch die Versuche gehabt, Nawalny zu diskutieren, aber nicht Assange und andere Themen da vorbeizuschieben. Das war ja auch ein bisschen medial begleitet. Und erst so seit 2 Tagen kriegst du auch in den Mainstream-Medien den Namen Assange öfters mal mit. Und ich glaube, das erhöht den Druck. Sie können jetzt ihren Zuschauer nicht mehr verschweigen, die offenen Fragen, welche Freiheitsrechte, da ist der Kiles, sehe ich gerade. Kiles, hallo. Hallo, Kiles. Hallo aus London. Hallo. Wir sind hier live vor Ort im Gericht und wir berichten natürlich, weil jetzt in wenigen Minuten die Entscheidung ansteht, die Entscheidung über den Julian Assange-Prozess. Es wird in 20 Minuten soweit sein, dass Stella Assange und das WikiLeaks-Team hier rauskommen und berichten, was die beiden Richter entschieden haben, ob es zu einer Entscheidung kommt, ob es geliefert wird. 175 Jahre in einem Dunkeln doch verschwinden wird. Und wir sind natürlich live dabei. Kevan ist live dabei. Wir sind alle live dabei. Nur leider gibt es keinen Stream von der ARD und es gibt keinen Stream von ZDF. Also was die mit den Milliarden an Rundfunkgebühren machen, dafür, dass wir hier von The Ground als Graswurzelbewegung das berichten müssen, was ihre Pressefreiheit angeht, was uns alle Pressefreiheit angeht, ist ein Armutszeugnis. Genau. Und was man noch mal sagen muss, ich möchte diesen Mal nämlich Philipp Morgner loben, der hier seit 2 Tagen dauerstreamt. Also wir schauen uns danach auch noch das Video von Martin Sonneborn zum Thema Assange an. Das ist etwas aktueller. Das ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade mal einen Tag alt. Da gibt Martin Sonneborn kurzes Update, wie die aktuellen Entwicklungen im Fall Assange sind. Ich meine, die Nachschlagsendung ist ja jetzt schon etwas älter. Also mindestens 5 Stunden bei den beschissenen Wettern. Sie hat ein bisschen nur Regen. Ihr lest es hier unten in der Ecke, 22. Februar 2024. Wir haben ja jetzt schon Anfang März, wo das hier aufgenommen ist. Wenn es auf YouTube kommt, haben wir wahrscheinlich Mitte, Ende März. Können wir gespannt sein. Jetzt ist es ganz schön und bin sehr gespannt. Und es gab auch eine sehr ergreifende Rede von so einem Vater, der natürlich auch hier ist und gesagt hat, warum sitzt denn da mein Sohn eigentlich im Knast? Die Frau war auch gerade, von daher sehr interessant. Sag mal, das was uns ein bisschen verbittert da lässt, ist, dass die meisten Menschen, die heute hier sind, nicht aus England da sind. Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Wir haben internationale Publikum, vor allem sehr viele deutschsprachige Menschen, aus Deutschland, die unterschreiben hier von der Protestgruppe, die größte Gruppe, wirklich ein Wahnsinn. Dann haben wir noch Niederlande, Belgien, Italien, Schotten, aus der ganzen Welt. Ich habe sogar jemanden aus Chile getroffen, also die Chile sogar hierher, aber aus England selbst, so 9,5 Millionen Leute in dieser Stadt, für mehr als der größte und beste öffentlich-rechtliche weltweit haben, schafft nicht mal ihre eigene Stadt zu schicken, es ist ein Armutszeugnis. Ich weiß nicht, ob unser Ton, der ja hier so gleich rausgehauen hat, einigermaßen gut ist. Erstmal danke dafür. Wir schicken euch jetzt mal ein paar Bilder raus, die könnt ihr einfach runterwischen. Bis später. Ja. So machen wir es. Hab Dank. Und Dieter, wo Sie uns gerade unterbrochen haben, ich habe gerade vorgestern offiziell Post vom Landesverfassungsschutz Berlin bekommen, also der Neo-Stasi hier dieses Landes. Die Damen und Herren dieses Überwachungsapparates waren anwesend bei unserem Konzert Free Assange, bei dem auch Killis Moore und auch Kevan Sofisiyavash und Killis spielte, Kevan und ich diskutierten. Und siehe da, als Punkt, ich glaube 33 in meinem letzten Überwachungsbericht oder dem, was Sie mir gerade über mich zustellten, wurde aufgeführt, dass ich dort eine Diskussion führte und damit den Staat delegitimierte durch Einsatz für Assange. Das nur als Einwurf, also findet sich ja die Truppe wieder. Aber du sagtest gerade, Dieter, oder hast gerade... Das ist nur noch irre. Also schickt sowas auch gerne mal Leuten, die sagen, ach, wir brauchen doch einen Verfassungsschutz. Nein, der Verfassungsschutz ist ein Regierungsschutz, der versucht, wie ihr hier gerade seht, sogar den Protest für Julian Assange vorzugehen. Und Julian Assange ist ja wirklich einer der größten Skandale, was die Pressefreiheit im Westen angeht.
Also da deckt ein Journalist Kriegsverbrechen auf, also macht genau das, was ein Journalist machen sollte und wird dann von Schweden und Großbritannien juristisch verfolgt, mit dem Ziel, schließlich in die USA ausgeliefert zu werden. Also ein Staat, der vor kurzem noch versucht hat, Assange ermorden zu lassen. Also ist jetzt, ja, das ist der freie Westen, was soll man dazu noch sagen? Versucht, irgendwie Sinn reinzubringen in die Äußerung Australiens, jetzt zugunsten von Assange. Also ja, kann also man es irgendwie erklären? Die Front ist über eine Qualität hinaus verbreitert. Und das ist das Ergebnis von Australien. Und übrigens der Gabriel Shipton, also der Bruder von Assange, mit dem ich in ständigem Kontakt stehe, hat mir gesagt, es gäbe auch einen Plan B von vielen Prominenten in den USA, sollte das fürchterliche geschehen, dass die also dort ihn tatsächlich ausliefern. Es wäre ein Genickschlag für die Pressefreiheit und alle, die irgendwo Kriegsverbrechen aufdecken, sollen damit eingeschüchtert werden. Ja. Wir bleiben dran und hoffen, dass das jetzt in die Zeit fällt, in der wir noch darüber berichten können. Also vor allem hoffen wir natürlich, dass das für Julian Assange gut ausgeht. Völlig egal, in wessen Berichtszeit das fällt, das ist klar. Und Dieter, passend dazu kann man sagen, kommst du mit deiner Schlagzeile mit dem Grundgesetz gegen den Extremismus der Mitte? Ja, also ja, damit sind wir bei der nächsten Schlagzeile. Das war Assange, wie gesagt, einer der größten Skandale für die Pressefreiheit im Westen. Die USA haben vor kurzer Zeit noch die Ermordung geplant. In den USA droht ihm die Todesstrafe, also nicht mal nach dem britischen Recht dürfte er ausgeliefert werden. Und im Rechtsstaat würde es so ein lächerliches Verfahren nicht geben. In einem Rechtsstaat, da wäre Assange auf freiem Fuß und säße nicht in Isolationshaft in einem britischen Gefängnis. Naja. Dieter Dehm beschäftigt sich jetzt in der zweiten von Nachschlag mit dem Extremismus der Mitte. Nun ja, schauen wir mal, was Dieter zu diesem Thema zu sagen hat. Gesetz gegen den Extremismus der Mitte. Ja, also das ist erst einmal aufgebaut auf meiner Rede, die ich in München am Samstag bei der Friedenskundgebung mit Jürgen Bodenhöfer, übrigens auch Kiles Mohr, der auch da war, gehalten habe. Und es basiert auf dem Satz von Willy Brandt, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Wer das zu seiner Priorität macht, das Verhindern eines Dritten Weltkrieges, der muss schauen, dass es breitere Bündnisse gibt, als sie bisher bestehen. Und dabei will ich nur einen kleinen Seitenstrang anstoßen. Die Werteunion ist jetzt verlassen worden von Markus Krall und anderen Mitgründern, weil sie sagen, wir wollen uns nicht im Kern, wir wollen uns nicht an ein Bündnis mit der CDU binden. Es gab ein paar kritische Kommentare, als Sarah Wagenknecht mal sagte, unter diesen oder jenen Umständen könnte sich mit der SPD vorstellen, zu paktieren. Das ist ja dann für Thüringen auch sehr interessant. Ich glaube, dass diese alten Muster, also irgendwas links macht miteinander Bündnisse, das ist dann rot-grün versifft, und irgendwas rechts macht miteinander Bündnisse, over sind. Wer wirklich den Frieden verteidigen will, der muss zwischen links und rechts neue Bündnisstrukturen auf dem Boden des Grundgesetzes. Wehrfront? Nein. Angehen. Das ist meine fürchterliche These von München gewesen. Und ich habe drei Punkte genannt, wo die Rechten drüber nachdenken sollten, und drei Punkte genannt, worüber die Linken nachdenken sollen, weil sie hier, glaube ich, fundamentale Irrtümer gemacht haben, während die Rechte zeigen muss, dass sie aus dem Faschismus gelernt hat, sollte sie drei Dinge anerkennen. Erstens, Blut und Boden transportiert keine Kultur. Es gibt im Blut, du kannst mich korrigieren als Mediziner, keinen Transmitter für Ideen. Man kann Haarfarbe und Hautfarbe und anderes vererben, aber man kann nicht Ideen vererben. Die Nazis haben Horden von Mediziner auf die Spur gehetzt, um rauszukriegen, dass man in der Schädelgröße oder im Blut oder in anderen körperlichen Voraussetzungen Kultur transportiert und da ja ihren üblen Rassismus auch drauf aufgesetzt. Das Zweite ist, Kolonialismus ist in keiner Weise zu relativieren, ob das der moderne Imperialismus ist oder der alte Kolonialismus. Ja, was heißt zu relativieren? Wir brauchen ein neues Welthandelssystem. Es geht ja nicht um eine Aufarbeitung der Vergangenheit. Es geht darum, die Zukunft zu gestalten. Und das aktuelle Handelssystem sorgt ja dafür, dass Länder über Jahrzehnte hinweg arm bleiben.
Und dass die Entwicklungsländer, die am ehesten mit westlichen Institutionen zusammenarbeiten, die genau das tun, was ihnen der IWF sagt, oder die das tun, was ihnen die Weltbank sagt, dass diese Entwicklungsländer, dass es denen am schlechtesten geht. Also, ja, man kann das jetzt Neokolonialismus nennen, wenn man da jetzt diesen, oder Imperialismus, wenn man da jetzt diese Begriffe bemühen muss, aber wir brauchen auf jeden Fall ein neues Welthandelssystem, was Entwicklungs- und Schwellenländern ein Aufholen aufs westliche Wohlstandsniveau ermöglicht. Dem die Deutschen dann manchmal von rechten Journalisten als ganz liebe Kolonialherren dargestellt werden, aber bis in die Regierungskreise wird ja dieser Quatsch auch vertreten. Also von Kolonialismus und den Verbrechen des Kolonialismus sollte die Rechte endlich auf Abstand gehen. Und drittens, als Thomas Mann sagte, der Antikommunismus ist die Grundtorheit der Epoche, meinte er nicht den Umgang mit Kommunisten. Er war ja selbst kein Kommunist, sondern er war sogar teilweise sehr kritisch zu den Kommunisten. Sondern er meinte damit, dass dort, wo Menschen sich organisieren, um für Löhne, bessere Lebensverhältnisse, für bessere Renten und für bessere Freiheiten einzutreten, dass dort etwas sehr Heiliges, etwas sehr Kostbares geschieht. Sie organisieren sich auch nicht nur für ihre eigenen Interessen, sondern für die Interessen großer Mehrheiten. Und das ist zivilisationsgeschichtlich ein Riesenfortschritt. Und der Antikommunismus und dessen Knüppel haben immer diese Menschen gemeint. Das sind nicht nur beileibe nicht nur Kommunisten, das waren auch Christen, das waren ganz anders Denkende. Also vom Antikommunismus Abstand zu nehmen, wäre auch ein historisches Gebot von rechts. Und bei links habe ich auch drei Punkte genannt. Erstens, Heimat ist ein Menschenrecht. Das heißt, dieses ständige, arrogante Gerede von Linken, ah, die Leute hängen an ihrer Heimat, ah, die Leute hängen an ihrer Nation, ah, die Leute haben irgendeine Beziehung zu Folklore und Volksmusik oder Heimatmusik oder Ähnliches, ist umerzieherisch, diktatorisch, hat die Linke um ganz viele Potenziale gebracht. Im Übrigen, die Verteidigung des Nationalen steht der Entmachtung von Amazon überhaupt nicht im Wege. In anderen Ländern heißt die Enteignung großer Konzerne Nationalisation. Ja, Nationalisierung. Das Wort gibt es tatsächlich auch im Deutschen. Also das ist das Wort, was man in Chile und in anderen... Chile ist ein Beispiel. In vielen Schwellenländern wollte ich gerade schon sagen. Da gab es ja nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem die Kolonien unabhängig waren, auch große linksnationalistische Bewegungen. Das ist dann mehr oder weniger durch vom Westen initiierte Putschversuche, durch Kriege, Wirtschaftskriege, durch Korruption, durch was auch immer, muss man sich immer je nach Fall anschauen. Naja, das ist dann auf jeden Fall überall zugrunde gegangen. Aber das war mal sehr verbreitet, der Linksnationalismus. Anderen Ländern für die Enteignung nehmen. Zweitens, die Vergötzung des Staates von links hat die Linke auch um sehr viele Sympathien gebracht. Zu glauben, dass der Bürokratismus des Staats einfach zu ignorieren ist, das Ersticken von Eigeninitiative, von Eigenverantwortung, von unternehmerischen Initiativen, privatunternehmerischen, das ist, glaube ich, eine große Malesse auch von Linken gewesen. Und drittens, man kann nicht alles sofort wissenschaftlich aufklären. Es gibt eine linke Wissenschaftsgläubigkeit, die hanebüchend ist. Da ersetzt man sich dann selbst oder man macht sich selbst zu gottesähnlich. Also man kann das Klima verbessern, man kann das Klima verschlechtern. Also all diese ganzen Dinge sind da, glaube ich, völlig falsch. Und man muss diese Unbarmherzigkeit der Aufklärung überwinden. Manchmal kommt man eben mit dem Verstand nicht so schnell hinter eine Erkenntnis. Und die Wissenschaftsgeschichte hat noch einiges vor sich an offenen Fragen zu lösen. Das ist sind meine Kernformulierungen. Drei Forderungen nach links, drei Forderungen nach rechts, damit es zwischen links und rechts auf dem Boden des Grundgesetzes ein Lernen A aus dem Faschismus rechts und B aus dem linken Staatsterrorismus, den es auch gegeben hat, zu verzeichnen ist, damit ein solcher Lernprozess zu verzeichnen ist. Es ist ganz, ganz wichtig, dass auf beiden Seiten Bereitschaft ist, demokratisch aufeinander zuzugehen. Dieter, ich möchte gleich darauf zurückkommen, was du da sagtest. Aus meiner Sicht viele hervorragende Punkte. Kevan meldet sich zu Wort und dem Netz entnehme ich parallel. Die Verhandlungen sind geschlossen, aber heute gibt es wohl keine Entscheidung mehr in der Sache. Kevan, du weißt mehr? Ja, das ist jetzt etwas Ressort, das hatte ich vorhin schon gesagt. Kevan möchte uns jetzt ein Update geben.
Wie gesagt, Assange, das ist immer noch offen, was genau mit dem passiert. Da gucken wir uns danach noch das Video von Martin Sonneborn zu an. Europa ausgeliefert, sagt sie, zur Auslieferung Assange. Und aus meiner Sicht wird die, wenn sie denn so welche sind, die Flügel der Demokratie, nun jede Demokratie einfach haben muss, die sich automatisch ergibt aus verschiedenen Weltanschauungen, dass die noch gelingen kann über das Debakel, was die momentane Parteienlandschaft ist. Und ich schließe da ganz eindeutig die aus meiner Sicht nun kläglich gescheiterte Werteunion, dazu komme ich in meinem Thema, mit der ebenso gescheiterten BSW-Aktion von Sarah Wagenknecht ein. Kann es die... Also das wollen wir ja noch sehen. Ihnen noch gelingen, eine solche Zusammenarbeit, wie du sie gerade beschrieben hast, irgendwie hinzubekommen? Also ich halte die BSW Sarah Wagenknecht nicht für gescheitert, was nicht Danke. für so gescheitert wie die Werteunion, aber das kannst du ja gleich dann richtigstellen aus deiner Sicht. Ich glaube, sagen wir mal so, ich bin nach München gefahren mit einem festen Redekonzept und bekam unterwegs eine Mail von einem sehr klugen Menschen, der aus der Oberpfalz schrieb, ich stehe hier am Bahnhof, ein paar Leute sind nicht gefahren, weil zu viel Linke in München sind und ein paar Leute sind nicht gefahren, weil zu viel Rechte in München seien. Und dann habe ich mir überlegt, ich schmeiß mein Redekonzept weg und schreibe im Zug ein völlig neues. Und das war das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Das ist natürlich ein bisschen Zukunftsmusik. Aber es ist so, dass damals der Faschismus ja aufgebaut hat auf einer Finanzierung von Krupp-Thyssen der Deutschen Bank, die damals deutsche kolonial- und imperialistische Interessen mit dem Faschismus durchsetzen wollten. Das ist heute mit der Rechten weitgehend nicht der Fall. Die Linke hat aufgebaut auf einem Konzept, wir müssen jetzt die Oktoberrevolution in alle Länder tragen. Das ist, glaube ich, gescheitert. Und in China sehen wir und erleben wir einen ganz anderen Weg als etwa den in der DDR oder so. Das heißt, man kann, denke ich, jetzt weiterdenken. Und wenn man weiterdenkt und dann wirklich auf dem Boden der Demokratie miteinander umgeht, das schließt natürlich echte Hardcore-Faschisten aus und das schließt auch manche linke Terroristen aus, die es eben auch gelegentlich gegeben hat. Aber das ist eine neue Basis. Und wenn wir die nicht hinbekommen, kriegen wir im Sommer auch keine große Friedensdemo hin. Ich meine, das müssen wir auch sehen. Die ganze Befreiungsaktion Julian Assange ist eine, die sowohl bei Rechten als auch bei Linken verfangen hat. Deswegen könnte sie auch erfolgreich werden. Andere, wie der Kampf um den Gaza oder den Kampf gegen die Aufrüstung in der Ukraine, schwächeln hier. Das sind weniger auf der Straße, als es vor einem Jahr noch war. Und deswegen habe ich mich hingesetzt und diese Punkte aufgeschrieben. Wir brauchen hier dringend eine radikale Änderung des Denkens und ein Aufeinanderzugehen von solchen, die bislang verfeindet waren. Ja, dein Wort in Gottes Gehörgang. Ich stimme dir ja völlig zu, dass es das braucht. Ich sehe allerdings nicht wirklich, dass das passiert. Und das fängt eben das sieht man aus meiner Sicht exemplarisch ja in diesen beiden Punkten. Aber passt in meine Schlagzeile, die da lautet, der AfD. Zu der kommen wir gleich. Das war jetzt Dieter Dems Beitrag. Und ja. Es sollte um den Extremismus der Mitte gehen, aber er hat ja über seine Forderungen links und rechts geredet. Und ja, die Forderungen, die erfülle ich alle. Also habe ich da jetzt kein großes Problem mit. Aber ja, wäre spannend gewesen, was da jetzt Leute... Also ja, kann ich jetzt gar nicht mal viel zu sagen. Also ich vergötze ja weder den Staat, noch mache ich irgendwas anderes, was hier beschrieben wurde. Kommen wir nun zu der Schlagzeile von Paul Brandenburg, dem möglichen AfD-Verbot. Der Verbotsantrag kommt. Warum kommt er? Weil Hans-Georg Maaßen gerade den Wagenknecht macht oder Sarah die Maaßen macht, wie auch immer man es sehen möchte. Wir haben dieser Tage gehört, dass Hans-Georg Maaßen sich als Wunschpartner seiner eben als Partei neu gegründeten Werteunion die CDU-CSU vorstellt. Nochmal, ich wiederhole es, weil es schwer zu verstehen ist. Als Wunschpartner gibt der Mann, der sich eben aus der CDU ausgegründet hat, weil er sagt, diese Partei, diese Union ist keine Union mehr, sie ist eine Merz-Merkel-Union, aber keine Werteunion, keine Konservative, wie er sich das vorstellt, die möchte er also nur als Wunschpartner gewinnen und es bereite ihm, Zitat, Sorge, wenn er das Erstarken der AfD sieht. Nun kann ein Parteivorsitzender immer Sorge empfinden, wenn er das Erstarken irgendeiner anderen Partei sieht, aber es ist natürlich in der Art, wie er es erwähnt hat, strategisch überlegt. Maaßen erklärt das
Und Markus Krall und Max Otte erklären ihren Austritt aus der Werteunion. Nun hängt keine Partei sicherlich von ein oder zwei anderen Menschen ab, auch nicht von diesen beiden, aber sie sind definitiv Symbolfiguren. Markus Krall für den libertären Flügel, derer, die da an der FDP verzweifelten, nehme ich mal an, und die ganz andere Vorstellung haben von einem konservativ-liberalen Weltbild. Max Otte sicherlich für den konservativeren, nationaleren, nationalromantischen Teil, der ja auch für die AfD einmal als Bundespräsident natürlich kandidierte. Und beides Figuren, die ja eine Art Herausforderung der Integration waren, an der nun die Werteunion erstmal, ob nun willentlich oder ob nicht willentlich, gescheitert ist. Die beiden sind ausgetreten. Aus der Werteunion heißt es, man sei nicht schade darüber oder nicht unfroh, man sei sogar erleichtert, dass sie ausgetreten sind. Ob das nun klug ist oder nicht, wird die Zeit zeigen. Tatsache ist, dass diese Entscheidung und dieser Kurs, den die Werteunion unter ihrem Vorsitzenden da führt, ja, zusammenfällt mit einer Zeit, in der Sarah Wagenknecht ähnlichen Abstand hält, in der die Brandmauer eben in irgendeiner Form wieder auflebt. In der Fall der Werteunion eben nicht durch klare Abgrenzung und die Feststellung, man würde nicht mit der AfD koalieren, sondern mit einer positiven Aussage, einer Art Brandmauer 2.0. Man würde lieber mit der CDU zusammengehen wollen. Ich habe Hans-Georg Maaßen gefragt und auf Anfrage erklärt er, ja, er fürchte sehr wohl, dass ein AfD-Verbotsantrag kommen werde. Meine klare Frage war das eine Maßnahme mit Blick auf einen Verbotsantrag? Er sagte, er hat zumindest das Gefühl wörtlich, oder er schrieb, dass die Ampelkoalition sehr aktiv und sehr ernsthaft an einem solchen Verbotsantrag arbeiten würde. Soweit Hans-Georg Maaßen. Er hat auch betont, er habe keine Insider-Informationen darüber. Selbstverständlich, was muss er auch anderes betonen? Die dürfte er auch gar nicht haben. Gehen wir aber mal davon aus, dass der Mann als politischer Kopf da sehr taktisch, sehr strategisch sogar vorgeht und hier vorbaut für einen AfD-Verbotsantrag, bei dem ich mittlerweile klar sage, natürlich muss er kommen. Es kann kein Zufall sein. Nancy Faeser spricht davon, rechte, neorechte Netzwerke zu zerstören, offenzulegen und nennt immer wieder die AfD als das Ziel ihrer Maßnahmen. Es geht sogar so weit, dass die Handlanger der Faeserschen Sturmabteilung im Bundesministerium des Inneren jetzt ein Foto veröffentlicht mit einem, man kann es sich gar nicht ausdenken, BMI-Wunschbaum. Ein BMI-Wunschbaum, BMI soll in diesem Fall stehen für Bundesministerium des Inneren. Mindestens Ricarda Lang weiß, dass es im Medizinbereich auch für Body Mass Index steht. Die würde sich wahrscheinlich was anderes wünschen im Zusammenhang. Auf dem BMI-Wunschbaum von Frau Faeser jedenfalls steht keine dringend notwendige Diät, sondern eine konkrete Strategie gegen die AfD. Die AfD ist namentlich genannt. Wir fassen zusammen ein. Zur Neutralität verpflichtetes Ministerium will eine Strategie gegen die Oppositionspartei haben. Ich sage euch, die Strategie sieht so aus, dass zur Neutralität verpflichtet. Das ist auch lustig. Du kannst die Ministerien nicht in die Hand von Parteipolitikern geben und dann darauf hoffen, dass sie zur Neutralität verpflichtet sind. Also das ist an sich ein bisschen absurder Gedanke. Also das zeigt auch, dass bei der Konzeption von unserer Parteiendemokratie einige Leute mit einer sehr großen Naivität daran gegangen sind. Ich meine, natürlich kannst du darauf hoffen, dass so ein Ministerium da neutral bleibt, aber eine Partei hat natürlich spezifische Parteiinteressen und die verfolgt sie dann auch, wenn sie Ministerämter besetzt. Also es ist naiv, was anderes anzunehmen. Dass man den AfD-Verbotsantrag einreichen wird. Man geht wahrscheinlich auch davon aus, dass der scheitern wird. Denn das Ganze ist der, sagen wir mal, bestenfalls wackelig konstruiert. Beim NPD-Verbotsverfahren, das Jahre lief, erfuhren wir am Ende, dass zu viele V-Leute und andere Aktivposten der Geheimdienste Teil dieser Partei waren und deswegen maßgeblichen Einfluss hatten. Man kann auch vereinfacht sagen, für einfache Notärzte wie mich, der Verfassungsschutz selber war die NPD und hat sie gesteuert, also kann er sich nicht selbst verbieten. Man darf davon ausgehen, dass selbst der deutsche Verfassungsschutz, der sicherlich weltweit nicht zu den besten Geheimdiensten gehört, so lernfähig war, dass er das nun nicht nochmal 1:1 so macht. Aber er durfte sich bemüht haben und es wird wieder, darauf dürfte die Strategie abzielen, lange dauern, bis so ein Verfahren entschieden wird. Das heißt, die Bundesregierung bzw. das Bundesregime, das gerade herrscht, wird einen Verbotsantrag einreichen und damit rechnen, dass der sich über Jahre ziehen wird in Karlsruhe. Und bei aller Marionettensteuerung von solchen Scheinrichtern wie Herrn Habart und seinen Mitläufern in Richteroben dort, ist davon auszugehen, dass dieser Antrag am Ende wohl abgelehnt werden wird, denn es dürfte kaum so viele Beweise geben, zumindest hat bisher keinen einzigen vorgelegt. Ganz egal, denn es kommt nicht darauf an, dass diese Partei am Ende verboten wird. Für die Wirkung dieser Maßnahme reicht es ja, je nachdem, worauf man zielt, dass über Jahre ein solches Verfahren betrieben wird und mit der Drohkulisse des Verbotes gearbeitet wird. Denn welche Konsequenz hat es, wenn eine Partei droht, verboten zu werden? Das
Also für Protestwähler wird die AfD dann erstmal attraktiver. Also alleine deswegen würde ich schon für unwahrscheinlich halten, dass so ein Verbotsverfahren kommt. Hat die Konsequenz für alle Staatsbediensteten, das sind in Deutschland mehr oder minder fast 49%, das ist zumindest die Staatsquote, Staatsbedienstete sind weniger. Nein, ja, wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht, 10% aller Beschäftigten sind vielleicht im öffentlichen Dienst angestellt. Aber ein Großteil der Aktiven in den Landtagen, auch der AfD und der Funktionäre der Parteien, sind direkt staatsbedienstet. Die sind in Gefahr, ihre Pensionsansprüche zu verlieren, also sofort kaltgestellt zu werden, wenn Frau Faeser sagt, dass eine Mitgliedschaft in einer Partei, die bald verboten werden soll, bereits disziplinarrechtlich nicht mehr tragbar ist. Dafür hat man in den vergangenen Monaten ja das Disziplinarrecht massiv verschärft. Das bedeutet, vom Tag der Bekanntgabe eines Verbotsverfahrens gegen die AfD dürfen wir davon ausgehen, dass Beamte, Lehrer, andere Beamte scharenweise die Partei verlassen werden, insbesondere die, die in Landtagen dafür Bezüge erhalten, weil sie fürchten, selbige zu verlieren oder irgendwelche Pensionsansprüche. Ich muss mich korrigieren, es sind tatsächlich ein bisschen mehr, es sind ganze 16% der Beschäftigten, die im öffentlichen Dienst beschäftigt sind, aber die Staatsquote, die ist vor allem so hoch, weil wir ein staatliches System haben. Also wir haben mehr Rentner, wir haben demografischen Wandel und dementsprechend wird mehr Geld über die Rentenversicherung zu den Rentnern umverteilt. Das ist überhaupt nicht problematisch. Deswegen ist jetzt diese Staatsquote von 49% jetzt so skandalisieren auch ein bisschen albern. Ansprüche zu verlieren. Es könnte so weit gehen, dass das die AfD gerade im Westen erheblich schwächt. Im Osten können wir vielleicht von mehr Unterstützung aufgehen, vor allem von mehr Rebellionsgeist und davon ausgehen, dass die AfD oder dass die Unterstützer dort umso härter auf die Straße gehen. Wir wissen aber, wie die zahlenmäßige Verteilung innerhalb der Bundesrepublik West gegen Ost ist. Es dürfte eben allenfalls ein symbolischer Akt sein. Das heißt, allein das Anstreben oder das Bekanntgeben eines solchen Verbotsantrages kann mit einiger Wahrscheinlichkeit doch erhebliche Verwerfungen bringen. Davon gehen wir aus. Und die Folge ist, Frau Faeser hat dann den letzten Schritt getan, um in Deutschland die Opposition zu kriminalisieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass das kommen wird. Ich bin nicht sicher, ob das nun in Das Ding ist, wenn du das Disziplinarrecht verschärfst und so eine politisierte Verwaltung aufbaust, wie Faeser das gerade macht, keine Frage, Faeser ist eine Verfassungsfeindin, da soll man heiß Brei rumreden, dann kannst du AfD-Mitglieder auch so aus dem Dienst entfernen. Also wenn du die Verwaltung politisieren willst, dann kannst du das auch so machen, ohne dass du ein Verbotsverfahren von dem Bundesverfassungsgericht hast. Und so ein Verbotsverfahren, das würde Aufmerksamkeit bedeuten, das würde bedeuten, dass die AfD noch mehr diesen Opfermythos hat, das würde die AfD, wie gesagt, für Protestwähler attraktiver machen. Das heißt, wenn man politische Säuberung durchführen will, dann sollte man die eher nicht über das Bundesverfassungsgericht machen, sondern über andere Wege wie den Verfassungsschutz. Und ich glaube auch eher, dass Nancy Faeser diesen Weg gehen will. Also, dass es kein AfD-Verbotsverfahren geben wird, jedenfalls meiner Einschätzung nach, das ist jetzt kein Grund zur Entwarnung. Nächsten Tagen schon der Fall sein wird, man braucht ein paar Wochen wartet. Man wird sicherlich den bestmöglichen Zeitpunkt nehmen, um zum 1. September die Wahlen in Sachsen und vor allem Thüringen besonders empfindlich zu stören. Denn in Thüringen droht ja aus Sicht von Frau Faeser und ihren Komplizen die Ministerpräsidentschaft von Björn Höcke. Sicherlich der größte anzunehmende Unfall für eine Nancy Faeser. Dieter, ich weiß nicht, wie du das Timing dort einschätzt. Ich weiß auch nicht, ob du meinst, ja, dieser Antrag kommt oder sagst, das ist mal wieder eine meiner verfolgungswahnigen Ideen. Ich bin bereit, darauf höhere Wetten einzugehen und sage dir, das Einzige, was ich daraus ableite ist oder das Entscheidende ist, es ist jetzt Zeit, sich einen Platz im Ausland zu suchen. Dieses Land ist im vollständigen Faschismus angekommen. Deine Genickschussanlagen kommen noch, es dauert noch ein wenig. Die Lager sind sehr bald da, es dauert nicht mehr lang. Und wenn Julian Assange ausgeliefert wurde, es gibt vielleicht Neues von Kevan, wenn er ausgeliefert wurde und die Opposition verboten wurde, dann ist fraglich, ob noch Gelegenheit zur Ausreise besteht. Nun unterbricht uns Kevan, wir wollen in London hören, ob es etwas Neues gibt. Oder Kevan, du hast einen Einwurf hierzu? Jetzt höre ich nichts. Ich weiß nicht, ob wir hier Ton haben und Kevan hören. Wir hören dich nicht, Kevan. Wir hören ihn nicht. Wir hören gar nichts. Jetzt hören wir dich. Also das Update von Kevan, das kann ich, glaube ich, vorwegnehmen. Damals wurde keine Entscheidung darüber getroffen, was mit Julian Assange passieren soll. Also es ist immer noch, ob er ausgeliefert werden soll oder nicht. Verfassung, das ist ja Vosgerau und auch Professor Lindner aus Bayern als aktiver Juraprofessor sagt das mittlerweile in etwas diplomatischeren Worten, aber er sagt es so und empfiehlt doch Verwaltungsklagen gegen den Herrn Haldenwang und den Bundesverfassungsschutz wegen seiner angekündigten Verstöße gegen Verfassung. Ja, sagt übrigens auch der frühere Bundesverfassungsrichter de Masi.
der das auch gesagt hat. Nur Frau Faeser hat nicht den Verstand verloren. Das wird mit einem eiskalten Verstand exekutiert. Das ist das Schlimme. Diese Leute sind so verblendet davon, dass sie die Richtigen sind, dass sie die Guten sind, dass sie glauben, sie haben die Moral, alles Andersdenkende niederzukartätschen. Und deswegen, glaube ich, sind die nicht einfach nur blöd oder von allen guten Geistern. Ich habe den Spiegel der Mitarbeiter angesprochen, was ich hier mache. Was wir nicht machen. Zustand vorbereiten der aktiven Verfolgung. Paul, ich will dir nur mal Italien sagen, also da, wo ich ja gelegentlich meinen Sommer verbringe. Wo ich nie hingehen würde. Seit 35 Jahren, ja. Dort ist eine Ministerpräsidentin im Amt, die ist gekommen und hat gesagt, wir werden die EU stoppen mit ihrem autoritären Kurs. Dann, wir werden die USA stoppen mit ihrem autoritären Kurs. Das Erste, was sie gemacht hat, ist sowohl der EU als auch den USA ins Rektal gekrochen. Diese Ministerpräsidentin Meloni. Deswegen wird die in Italien genau dasselbe passieren, was hier passiert. Ja, illegale Migration wollte sie auch stoppen. Mittlerweile sind Aufnahmen von ihr aufgetaucht, wo sie gesagt hat, ich wollte eigentlich die Grenze öffnen, aber mittlerweile weiß ich, dass das gar nicht so ist. Also das, ja, und die illegale Migration, die geht genauso weiter. Und auch die legale Migration, die soll unter Meloni jetzt weiter betrieben beziehungsweise sogar ausgeweitet werden. Also die hat wirklich alle ihre Wahlversprechen gebrochen für die Rechten. Das Einzige, was sie gemacht hat, ist armen Italienern das Bürgergeld gestrichen. Das heißt, arme Italiener, die werden jetzt noch schlechter behandelt als vorher, aber alles andere, Waffenlieferungen an die Ukraine, Massenmigration, geht alles weiter. Passiert, und ich kann nur sagen, wir brauchen eine Organisation der Leute mit Rückgrat. Ja, völlig richtig. Das wäre auch ein Grund, warum ich nicht nach Italien gehen würde. Lass mich noch nachschieben, weil ansonsten unsere aufmerksamen Zuschauer natürlich wieder schreiben. Di Masi, Fabio Di Masi, ist kein ehemaliger Verfassungsrichter, sondern ehemaliger Abgeordneter. Udo Di Masi. Udo Di Fabio, oder? Ich hoffe, jetzt habe ich den Namen nicht auch vertauscht. Masi. Udo Di Masi. Ja. Bist du sicher, dass der Udo Di Masi heißt? Ja, ich kann sagen, dass man Di Masi mich täusche, aber der war Bundesverfassungsrichter. Okay, jedenfalls Udo als Verfassungsrichter. Udo Di Fabio, entschuldige. Also bei mir, du verzichtest. Wir sind so im Stress jetzt hier, habe ich die Namen durcheinander gebracht. Udo Di Fabio. Ja. Udo Di Fabio ist der Verfassungsrichter, Fabio Di Masi ist der Abgeordnete. Jetzt haben wir es und besser wird es heute nicht, deswegen hören wir auf. Nein, tatsächlich war es eine etwas chaotische Sendung, geschuldet dem Umstand, dass während wir hier sprechen, eben in London solche Bilder entstehen. Es bleibt die Hoffnung am Ende dieser Sendung, dass das, was wir in London gerade erleben, der Auftakt. Ja, Meloni, um das nochmal kurz zu sagen, weil es gerade im Chat geschrieben wird, die war auch bei transatlantischen Thinktanks. Das ist kein Wunder, dass die so eine Politik macht. Also die haben da schon so eine Rechte da platziert, dass halt den Salvini da wegdrängt, der etwas unberechenbarer war, und dass dann auch die richtige Politik gemacht wird. Und solche Rüstungslobbyisten, solche Leute, die gut vernetzt sind, sag ich mal, die gibt's in der AfD auch. Also die sind da jetzt vielleicht nicht in der Mehrheit, aber da sollte man auf jeden Fall genau hinschauen. Naja, in diesem Sinne war das, diese Sendung, wie gesagt, war etwas chaotischer. Voltaire oder autoritär, also das mit Assange war, obwohl die Entscheidung über die Auslieferung noch nicht gefallen ist, glaube ich, die Schlagzeile der Woche, das kann man ziemlich eindeutig sagen, ist ja der größte Skandal um die Einschränkung der Pressefreiheit, die es im Westen gibt. Ich meine, es gibt ja schon einige westliche Länder, die sind da deutlich weiter als Großbritannien. Schaut euch die Ukraine an, da sitzen über 1000 Menschen im Gefängnis, weil sie das dortige Regime kritisiert haben. Also, wie gesagt, so weit wie Paul Brandenburg hier geht mit seinen sehr radikalen Einschätzungen, würde ich auf keinen Fall gehen. Aber wir erleben doch eine besorgniserregende Politisierung der Verwaltung, eine besorgniserregende Einschränkung der Meinungsfreiheit und auch der Demokratie. Dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.